warmer, leichter Soul-Pop. Die melancholischen Songs der Australierin Sia Furler gehen ins Herz und verkaufen sich. Weltkompakt traf die quirlige Blondine zum Interview in Berlin. Hi. Ihr Album Some People Have Real Problems steht auf Platz 26 der US-Charts. Ihr Hit Breathe Me ist Titelsong der Serie Six Feet Under. Und Christina Aguilera hat gerade Nachhilfeunterricht angefragt. Sias Erfolgsrezept? Authentizität. Sie ist kein Girlie, sie fährt lieber VW Bulli. Sagt, sie war schon immer anders als die anderen Mädchen. Bis zu meinem 11. Lebensjahr bin ich montags nie zur Schule gegangen, weil meine Eltern beide in Bands gespielt haben und ich mit ihnen über das Wochenende unterwegs war. Während ihrer Gigs habe ich dann meistens irgendwo unterm Tisch geschlafen. Eine prima Sache. Noch heute kann ich überall gut einschlafen. Seit ihrer Kindheit im australischen Städtchen Adelaide will sie ja berühmt werden. Meine Kindheit war sehr ungewöhnlich. Ich habe in einer Straße gewohnt, wo die meisten Bewohner im Entertainment-Geschäft beschäftigt waren. Für einen kleinen Ort wie Adelaide ganz schön anstrengend. Nicht nur die Nachbarn waren berühmt, auch die Familie. Ihr Onkel Colin Hay ist Sänger der Band Men at Work. Ein großes Vorbild für sie. Er hatte eine Einladung zu den Grammys, wurde mit einer dicken Limousine abgeholt und ich fragte, kann ich mitfahren? Ich durfte mit zu den Grammys, bin aber nicht mit reingegangen, sondern saß stundenlang in der schwarzen Limo, schaute auf dem kleinen Fernseher die Verleihung und mixte mir einen Orangensaft. Da dachte ich, ja, das ist das Leben. Und ich sagte zu mir, ich will das machen, was Onkel Colin macht. Denn das bedeutete für mich, in Limousinen sitzen und Fernseh gucken. Ich wusste, ich bin gemacht für diese Karriere. And I was thinking to myself, I'm going to do what Uncle Collie does. Because if it means I get to sit in limousines and watch television, then I'm like totally up for this career. Trotz Mega-Erfolg ist Sia noch immer das kleine Mädchen aus Adelaide. Mit jedem Fan will sie plaudern und tratschen. Ein Star zum Anfassen. Das will sie immer bleiben. Ich spüre jetzt den Unterschied. Früher waren da drei Leute vor meiner Haustüre und wollten Autogramme, jetzt sind es plötzlich 60. Es ist machbar, aber man braucht ein wenig, um es zu begreifen. Das Leben ist nicht immer wie eine warme Umarmung von Gott. Musik